Vergessen Sie die Panama Papers, vergessen Sie WikiLeaks. Ich sage Ihnen eins, Reinhold Beckmann, die alte Investigativkotelette, hat einen Scoop gelandet. Ja? Wahnsinn. Er ist dahin gegangen, wo es wirklich wehtut, nämlich in den Modelleisenbahnkeller von Horst Seehofer. Ja, Horst Seehofer spielt Eisenbahn im Keller seines Ferienhauses, aber ist es nicht einfach nur eine Eisenbahn, oder, Herr Seehofer? Das baut zu einem nicht unerheblichen Teil mein Leben nach. Das tut mir leid. Dass sein Leben so trostlos ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Trotzdem muss man sagen, diese Modelleisenbahn ist wahrscheinlich das größte Projekt, das die Bundesregierung in Sachen Elektromobilität bislang umgesetzt hat. Und Seehofer hat da über 20 Jahre lang dran gebaut. Über 20 Jahre, ja, an dieser Sperrholzwüste. Über 20 Jahre. Da lobe ich mir dann doch wieder das Betreuungsgeld und die Maut. Die waren handwerklich auch mies gemacht, aber damit war er wenigstens schneller fertig. Aber das Tolle hier ist ja, diese Eisenbahn ist Seehofer pur. Da dreht sich wirklich alles nur um ihn. Das ist ein Krankenhaus, das symbolisiert meine Zeit als Bundesgesundheitsminister. Ein Bauernhof für meine Zeit als Bundeslandwirtschaftsminister. Genau, das Bahnhofsklo steht für die vielen, vielen Scheißideen. Angela Merkel hat natürlich auch einen Platz. Und wenn Sie mich fragen, Angela Merkel steht ein Tick zu dicht an den Gleisen. Und so, jetzt fahren wir ganz langsam auf die Kanzlerin zu. Ja, fahren wir ganz langsam auf sie zu. Wenn er schlechte Laune hat, gibt er Vollgas und legt die Merkel aufs Gleis. Nun sind Modelleisenbahnen nicht wahnsinnig modern. Sie gelten eher als etwas verstaubt. Leider. Und vielleicht löst ja Seehofer jetzt einen neuen Modellbahn-Hype aus. Einige Hersteller haben jedenfalls schon reagiert. Hier von der Firma Merkelin. Das Einsteigerset Vollhorst, die Modellbahn für zwei linke Hände, extreme Schmalspur natürlich, aber liebevoll in der Ausstattung, da ist die CSU nachgebaut mit allem, was die Partei inhaltlich ausmacht. Ein Weißbier. Auch mit dabei ein Haus mit einer bayerischen Familie, das erkennen Sie daran, dass die Frau an den Herd gekettet ist. Und es gibt natürlich viele Züge, zum Beispiel den Zug mit den Flüchtlingen, der grundsätzlich nur rückwärts fahren kann. Ich würde sagen, ein schönes Geschenk für Kinder, die sich nicht benommen haben.